Hat Dr. Bartsch von der Fraktion Die Linke das Wort. Das war bei Gysi anders, ne? Das stimmt. Das ist wohl wahr. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, für die Fraktion Die Linke verurteile ich die Terroranschläge in Kairo, in Istanbul und an anderen Orten am vergangenen Wochenende auf das Schärfste. Das ist durch nichts, durch gar nichts zu rechtfertigen. Das ist auch durch nichts und durch gar nichts zu relativieren. Und es ist auch gut, dass die Parteien der Großen Koalition die Herausforderungen für die internationale Politik nach diesen Terroranschlägen hier in einer Aktuellen Stunde debattieren lassen. Ich sehe es allerdings als problematisch an, dass durch die Koalition die Lage in der syrischen Stadt Aleppo in dieser Aktuellen Stunde keine Rolle spielen sollte. Ich glaube, wir sind an dem heutigen Tag gefordert, auch da ein paar Sätze zu sagen. Das ist angesichts der dramatischen Situation notwendig. Und auch hier will ich ausdrücklich klarstellen, dass meine Fraktion die Waffenstillstandsvereinbarung ausdrücklich begrüßt. Es ist ein denkbar schlechtes Zeichen, dass die Kämpfe jetzt wieder aufflammen, weil sich Milizen weigern, sich an die Vereinbarung zu halten und stattdessen Stadtteile in West-Aleppo beschießen. Wir hätten uns gewünscht, wenn von Seiten der Bundesregierung frühzeitig der UN-Plan für die Evakuierung der Zivilisten und den Abzug der islamistischen Terrormilizen unterstützt worden wäre. Wir möchten uns zugleich ausdrücklich bei, auch wenn er nicht da ist, Bundesaußenminister Steinmeier für seine diplomatischen Bemühungen bedanken. Bleibt aber festzuhalten, dass diese Bemühungen des Bundesaußenministers im Gegensatz zu Teilen der Union stehen, denen, wie Herr Röttgen, nichts anderes einfällt als Säbelrasseln und Sanktionsdrohungen gegenüber Russland, die im Wissen, dass das niemandem im Aleppo auch nur wirklich helfen kann. Ich will noch mal kurz auf die beiden Attentate eingehen. Es ist barbarisch, ein Fußballspiel zu nutzen. Es macht einen nahezu sprachlos. Als jemand, der selbst häufig in Fußballstadien ist und der dann von dem Anschlag liest, der dann unscharfe Bilder sieht, kann ich die sehr, sehr unterschiedlichen Reaktionen von Menschen in der Türkei, in Deutschland und auch in Europa nachvollziehen. Aber, meine Damen und Herren, wir sollten und wir müssen dabei bleiben. Trotz dieses Wahnsinns dürfen wir unsere offene Gesellschaft nicht kaputt machen lassen. Ansonsten würden die Terroristen gewinnen. Auch deshalb muss im Übrigen völlig klar sein, dass bei der Aufklärung dieser furchtbaren Taten die Grundsätze von Demokratie, Rechtsstaat und Menschenrechten gewahrt bleiben müssen. Und das sehe ich, meine Damen und Herren, ganz vorsichtig gesagt gefährdet. Herr Erdogan instrumentalisiert nach den Terroranschlägen diese, um seine Macht weiter auszubauen. Ich bin da voll bei Michael Müntefering. Das können wir nicht akzeptieren. Da erwarte ich auch von der Bundesregierung klare Positionen. Und es ist gut, dass Parlamentarier aller Fraktionen, von der Union über die Sozialdemokraten, Linke und Grüne, ihre Solidarität mit inhaftierten HDP-Abgeordneten auch gestern noch mal gezeigt haben. Das ist ein richtiges Zeichen aus diesem Haus. Und meine Damen und Herren, auch das Attentat in Kairo mit vielen toten koptischen Christinnen und Christen, darunter Frauen und Kinder, macht uns vermutlich alle sprachlos. Wenn der IS sich dazu bekennt und das vielleicht auch gewesen ist, sagt es ein weiteres Mal einiges über diese Wahnsinnigen. Ja, man muss alles tun, denen das Handwerk zu legen. Vor allen Dingen müssen wir dafür sorgen, dass die Unterstützung der sunnitischen Stämme und anderer Sympathisanten schwindet. Dazu zählt aber auch, dass man mit Geistesverwandten nicht kooperiert. Deswegen kritisieren wir die Sympathiereise der Verteidigungsministerin in die Diktaturen am Golf. Mit Ländern, die den islamistischen Terror exportieren, wie Saudi-Arabien und Katar, soll jetzt nun enger kooperiert werden. Das passt mit dem Bedauern über die Toten in der Kirche nicht zusammen. Niemand
Niemand versteht jedenfalls, dass die Bundesregierung Waffen an Staaten liefern lässt und aufs engste sicherheitspolitisch mit ihnen kooperiert, die auch hier in Deutschland, radikal-islamistische, salafistische, antidemokratische Ideologien fördern. Damit gefährden sie die Sicherheit der Bevölkerung in Deutschland, meine Damen und Herren. Wir brauchen, das ist hier eben auch gesagt worden, ja, wir brauchen dort eine veränderte Außenpolitik. Europa muss ein glaubwürdiger, friedlicher Akteur in der Außenpolitik sein. Wir müssen die Unterstützung für die Förderer des islamistischen Terrors stoppen. Das ist das Mindeste, das sie auch für die Sicherheit der Bevölkerung in der Region und auch hier in Deutschland tun können. Das alles ist eine riesige Herausforderung für die Diplomatie. Aber die darf nicht konterkariert werden im Interesse von Rüstungsunternehmen, meine Damen und Herren. Und nicht zuletzt, Deutschland sollte seine Chance wahrnehmen, um die fünfständigen Sicherheitsratsmitglieder dahin zu bringen, die Verantwortung in der Region in anderer Weise wahrzunehmen. Vielleicht eröffnet ja das neue Jahr auch für auch Chancen. Herzlichen Dank. Clemens Binding.